Hallo, liebe Kultisten, Schwestern und Brüder, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute eine neue Demo, eine Horror-Demo natürlich. Wir spielen Stray Souls. Das ist anscheinend vor ein paar Tagen rausgekommen. Das ist anscheinend ein Third-Person-Horror-Game. Und es sieht ganz nett aus. Ich will jetzt mal herausfinden, wie es wirklich ist. Also schauen wir es uns mal an. Beginnen. Das Ding da sieht schon ganz schön wieder. Was ist er denn? Gottes Willen, wer hat dir denn die Frisur verpasst? Amapur, haben sie dir wieder einen Topf aufgesetzt und rumgeschnitten? Martha, how much longer are you gonna keep me waiting in this dump? One sec. Look, I really appreciate that you're going through all this trouble for my birthday, but I'm seriously bored just standing around out here. Okay, er hat Geburtstag und Martha hat irgendwas vorbereitet. Just to pull a dumb prank? Dude, chill out, man. It's all set. Just look for the rope. Really? A rope? What for? So I can hang myself from all this boredom? Oh. Look for the goddamn rope, Daniel. Aber echt, du Mimi. Sorry. Hey, look, I know it's your birthday and all, but this is gonna be a lot easier than you think. Was ist leichter? So, Lara Croft, got any coordinates for this rope? Nope. You're a smart boy. You'll figure it out. Just look for a rope hanging from a tree. Das kriegen wir hin. What, a rope hanging from a tree? Ein Seil, das vom Baum hängt. You know there's like thousands of trees out here, right? Ja, es sind ziemlich viele. That's usually what you find in a fucking forest. Lots of trees. Boah, du bist yeah, echt so ein, yeah. So ein Mimi. Anything else you feel like bitching about? Trust me, you're gonna love it once you find it. Ja, richtig, jetzt ist wieder gut mit rumflirten hier. Shift to sprint. Ich finde die Optik ziemlich cool. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Typ so cool finde. Aber vielleicht ist es ja gar nicht der Hauptcharakter. Vielleicht stirbt er gleich im Intro. Was ist hier drin? Was ist hier drin? Dampf! Daniel, pass auf, Dampf! Kann das nicht benutzen. Der Dampf ist ein natürliches Hindernis, weil Daniel nicht dampfsicher ist. Ja, schade. Boah, Daniel ist ein ganz schön intensiver Läufer. Wenn der mal läuft. Boah, der legt sich ends in die Kurve. Boah! Sportlicher Daniel. Unglaublich. Unglaublich. Der hat eine Bodenhaftung, der Daniel. Das ist vom anderen Stern. Wie gesagt, ich bin mit der Main-Figur noch ein bisschen überfordert. Okay, da ist nix, Daniel. Vielleicht wird er nicht so legendär wie James Sunderland. Oder wie andere, wie Claire Redfield und andere. Der Daniel. Aber schauen wir mal, ich finde es bisher ziemlich Atmosphäre. Ach, liebe Güte. Ich spiele hier eine Überraschungsparty auf dem Friedhof. Das ist das Seil, definitiv. Das kann ich schon sagen, aber sind das wirklich Grabsteine? Tatsache. Ach du liebe Güte, was macht ihr hier denn? Erected by, errichtet von, in. Okay. Jennifer Williams. Sagt mir leider nichts. Kann ich dir jeden anschauen? Ja, tatsächlich. Okay. Das werden wahrscheinlich irgendwelche Entwickler sein oder Backer oder sowas. Wir schauen jetzt sofort einfach dieses Seil an. Daniel, du hast das Seil gefunden. Zieh an deinem Seil, Daniel. Das ist deine Aufgabe. Genau. Wow. Glöckchen. Was? Ist echt cool. Aber echt, für dich und deine Frisur extra. Thank you. I really mean it. Easy on the mushy stuff, little man. Deiner Mann. I'm glad you enjoyed it. It was a real bitch to put together. Did I enjoy it? Hell yeah, it was awesome. Oh, echt cool. Last year, the local homeless dude at the 7-Eleven gave me a scratch-off worth $2. So, yeah. Fireworks are really stepped up. Good. I'm glad. By the way, you haven't forgotten why we're really here, have you? Um Gräber zu entweihen sind wir hier. Ooh, you
You've got jokes, huh? I'm here to look for the gravestone and that so-called haunted playground. Haunted playground? Oh, and I've got these keys that you gave me. Und Schlüssel haben wir auch. The park ranger vehicles really for. There's two of them that look identical. Good job. At least you remembered. Regarding the cars, I don't know. Check them both. Hampel nicht so rum. Not like they're gonna have alarms, are they? And by the way, check for any weapons inside. Waffen? Just in case. Yeah, okay, Marty. Like anyone's just gonna leave a gun laying around. And what am I even supposed to find on this playground? Not that I don't enjoy a jungle gym now and again, but it is kind of weird since I'm not, you know, 5 years old anymore. I don't know. It's supposedly haunted. Maybe you'll see a ghost. Na gut, wir gehen jetzt auf Geister anyway, mit Daniel. You can just sit there and wait for me. Unless you'd rather wander around the cemetery. Ja, hab ich voll I don't care either way. Your call. Well, I haven't gone down a slide in a long time. Ach, jetzt hört das Quatschen auf. Echt. Best birthday ever. Look, I'll call you back after I go all Grand Theft Auto in these Ranger vehicles. By the way, thanks again, Martha. I really love the fireworks. It really means a lot. Okay, I'm hanging up before I puke rainbows from all your sweetness. You're welcome, by the way. Oh, and one more thing. I don't know why, but the folks from around here are rednecks. By that, I mean that they'll hide stuff in dumpsters rather than a normal place like a tool shed. Was? Warum sollten sie das machen? If there's no guns in the car, check any trash cans you find. Have a nice rest of your birthday digging through garbage. Oh, joy. The homeless dude from 7-Eleven would be so proud. Das glaube ich auch. So, habt ihr jetzt genug rumgeflirtet, Daniel? Danke. Danke, wir sollen jetzt... Okay, wir sollen in ein Auto einbrechen. Ja, klar. Also, blödere Ideen haben wir auch nicht, oder? Okay, das heißt, wir müssen jetzt durch Müll wühlen, haben einen Schlüssel bekommen und suchen einen verfluchten Spielplatz. What the fuck is going on? Echt? Ja, na gut. Dann machen wir das halt so. Machen wir das halt so. Wenn das die Martha sagt, dann macht der Daniel das. Los, Daniel, wird Zeit für Müll zu durchsuchen. Ha, Müll. Das ist meine Lieblingssache. Look around. Zoom. Ja, ist Müll. Kann ich das auch irgendwie durchsuchen? Ich meine, ist ja toll, dass du den anschaust, den Müll, aber... Seht ihr irgendwas? Ich sehe nichts. Okay. Es ist nur normaler Müll. Aber hier ist ein Dumpster. Kann damit nicht... Hä? Okay. Also, hier kann ich anscheinend nichts machen. Gut. Schauen wir doch mal da rein. Geht's da rein? Nein, auch nicht. Also, wir müssen eine Waffe finden. Das ist auch so weird einfach. So, hey, schau mal in den Müll, ob eine Waffe drin ist. Wieso sollte da eine Waffe drin sein? Die Umgebung ist ziemlich geil gemacht. Das finde ich schon ziemlich stilvoll. Und auch das Third Person ist ja eh absolute Bombe. Warum zum Henker ist denn hier so viel Müll? Du brauchst deine ganze Schulter, Daniel, um dieses Ding hier wegzuschieben. Ja, kämpf, Daniel, kämpf gegen den viel zu... gegen den viel zu rollenden Einkaufswagen. Ah, oh, Daniel kämpft wirklich wie ein Meister dagegen. Es ist unglaublich. So, was haben wir jetzt geschafft? Gar nichts. Großartig. War das jetzt ein Rätsel, das ich jetzt verbauert habe, oder was? Daniel, was soll ich nur tun? Kannst du springen, klettern? Nein, nicht. Warum hast du jetzt diese drei Wege geschoben und schiebst aber nicht den letzten weg? War das dein großer Plan, Daniel? Okay, das war cool. Haben wir geschoben. Mit all unserer Kraft... Daniel kann richtig gut laufen, aber schieben kann er nicht so gut. Schieben kann er nicht so gut. So. Auch hier haben wir Müllsachen zum Schieben. Muss ich dir das mit Taktik schieben? Alter, was ist denn los? Wie schwer ist denn das Ding? 5000 Kilo schwer. Okay, auch das habe ich wegge... Jetzt ziehe ich das hier weg. Vorsicht, glitsch nicht in den anderen. Das ist Schwerstarbeit. Das ist Schwerstarbeit, die ich hier leiste. Sehr gut, hast du es weggeschoben, ausgezeichnet. Sehr stolz auf dich.
look into the trash cans to find a weapon. Bitte, wieso? Weil ich jetzt einen Polizisten niederschießen muss, nachdem ich sein Auto geklaut habe. Bin mir nicht sicher, Daniel, ob das so cool ist, was du machst. Hier ist eine Trashcan. Kann ich die jetzt durchsuchen? Nein. Nee, anscheinend nicht. Du liebe Güte. Ja, das Ding geht natürlich auch nicht mehr aus, weil es ja eine Alarmanlage ist. Das soll ja nicht ausgehen. Liebe Güte. Ja, das wird ein gutes Ende haben mit Daniel. Das sehe ich jetzt schon. Boah, das ist ja Gott sei Dank null nervig hier. Okay, das war ausgezeichnet, Daniel. Super Arbeit geleistet. Hast du super fein gemacht. Lieber Daniel, jetzt rennst du bitte in die Richtung. Schaust, dass du nicht von der Polizei erschossen wirst. Okay, okay, hier sehe ich keinen Müll. Schauen wir mal da hinten, da kann es Müll geben. Okay, ich komme hier durch. Warum kann ich denn mit nichts interagieren, mit dem ich interagieren soll? Wo soll ich denn eine Waffe herkriegen dann? So, wir suchen weiter. Sind auf der wahnsinnigen Suche des Daniels nach einer Waffe. Daniel, lauf! Geschwind und geschmeidig. Hui, 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 Daniel. Was ist das? Kann ich auch nicht auf. Kann ich auch nichts mehr machen. Was zum Henke ist eigentlich das hier? Haben die hier eine Nebelmaschine begraben? Oh nein. Nein, begrabt nicht meine allerliebste Nebelmaschine. So, da oben sehe ich Müll. Das ist kein Müll. Das ist einfach nur Stein. Okay, schade, es sah fast wie Müll aus. Ja, weird. Ja, weird. Dann müssen wir weiter nach Müll suchen. Klar, Daniel sucht nach Müll. Unsere allererste und wichtigste Aufgabe. Wofür gucken wir das so konzentriert an? Ich meine, du könntest ja was finden, wenn du es mal anfassen würdest. Lieber guter Mann. Stattdessen schauen wir es nur an. Gut, gut, ausgezeichnet. Ausgezeichnete Idee, Daniel. So aber wirst du bestimmt was finden, indem du dir nicht mal die Hände schmutzig machst. Ah, viel zu kleine Mauer, hält mich auf! Was? That stupid playground key isn't in the goddamn car. I'll shoot myself, I swear. That's if I find a gun, of course. Okay, ich habe das Rätsel gelöst. Wir mussten hier einfach noch ein Ding ziehen. Super, Daniel, du hast den zweiten. Du hast das zweite Auto zum Heulen gebracht. Jetzt ist es hier noch nerviger. Daniel, großartige Idee. Du bist ein absoluter Fuchs. Du bist der Einbrecher-King. Ja, jetzt durchsucht das, nachdem ich beide Autos... Was habe ich gefunden? Sag nicht, dass ich nichts gefunden habe. Das wird doch irgendwas geholfen haben, im Müll rumzuwühlen. Schauen wir uns mal um. Zoom. Aber wir zoomen eh schon. Okay, also wir können den Müll erst versuchen, nachdem wir versucht haben, beide Autos erfolglos zu knacken. Cool. Oh Mann, Daniel. Ich weiß ja nicht mal, ob ich was gefunden habe, ist das Problem. Weil du mir nicht angezeigt hast, ob ich einen Schlüssel gefunden habe oder nicht. Ich weiß, es gibt noch einen weiteren Mülleimer. Wir hoffen jetzt mal, dass da der Schlüssel drin ist. Damit diese Hölle... damit diese Hölle der tutenden Autos endlich aufhört. So, Daniel. Find da drin was. Oh, this is a birthday gift. Bitte was? If I shoot up the lights on the ranger cars, maybe it'll disable the alarm and unlock the doors. Guess we'll have to find out. Was, wenn ich die... Du, Daniel, ich glaube, du bist nicht so ganz helle. Du willst jetzt auf die Autos schießen. Du willst jetzt auf die Ranger-Autos, auf die Sirenen schießen, damit... der Alarm ausgeht. Ja, das wird schon... Also, spätestens wenn du das Auto total kalt gemacht hast, geht es schon, ja? Okay, wir schießen jetzt auf die Ranger-Autos. Das ist so zerstörerisch, dieses Spiel. Wir machen bisher nichts anderes, anstatt ein Seil zu ziehen,
über Gräber zu rennen, Müll zu durchsuchen und auf Police-Autos zu schießen. Das ist so crazy. Das ist so crazy. Okay, ich soll die Lichter ausschießen. Kein Problem, das kann ich gut machen. So, Daniel, der Assassin, schlägt wieder zu. So funktionieren Lichter nicht. I knew it. Ja, gut gemacht. Ausgezeichnet. Sag mal, welcher Irre, welcher absolut Irre hat denn diesen Daniel rausgelassen? Unequip your gun. Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Gun unequip. So. Jetzt geht's auf. Wieso? Wieso soll's jetzt aufgehen? Daniel, was machst du da? Hallo? Bist müde jetzt? Oh, das Game ist so irre. Das Game ist so irre. Okay. Wir erschießen jetzt das zweite Polizeiauto. Hallo, Polizeiauto. Tot. Haha, nicht mit mir. Take this, you shit. Ich bin mir nicht sicher, warum. Aber wir haben nachgeladen. Okay, Daniel, hast du fein gemacht. Ich weiß nicht, wieso du das gemacht hast. Aber wir schauen jetzt in diesem Auto nach. Was gibt's hier? To relive my childhood and ride the slide. Okay. Open the gate to the playground. Wir wollen unbedingt auf den Spielplatz. Weil der Daniel nicht schon genug Horror angerichtet hat hier. Nicht schon genug Chaos angerichtet. Hier ist nicht der Eingang, der ist da drüben. Komm, geschmeidiger Daniel, lauf. Ui. Tut mir leid. Ich muss das hier ernster nehmen. Das ist eine ernste Angelegenheit. Man weiß, wenn man auf den Spielplatz geht, immer bewaffnet. Dieser Stein ist zu viel für diesen jungen Mann. So, also Daniel. Es wird Zeit, deinen schlimmsten Albtraum zu stellen, nämlich einer feuchten Rutsche. Ach, Entschuldigung, ich muss immer die Waffe wegstecken. Warum? Ist es ein Spielplatz, verdammt nochmal? Ich habe auch ein schlechtes Gefühl langsam. Sag mal, geht's noch? Are you fucking kidding me? Okay, okay, wir laufen erstmal. Was ist denn jetzt los? Warum haben wir es jetzt mit Wurmreitern zu tun? Das ist so irre. Ich brauche Platz, um zu kämpfen. Oh Gott, Daniel! Auf was schießt man bei diesen Dingern? Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Oh Scheiße, der Wurmreiter kommt. Oh Scheiße, der Wurmreiter! Der Wurmreiter greift mich an! Okay, kein Problem. Ich habe schon so oft Wurmreiter platt gemacht. Und wurde auch schon so oft vom Wurmreiter platt gemacht. Ja, fass dir nicht ans Hirn, Daniel! Fass dir nicht sinnlos ans Hirn, oh Gott. Yes! Yes! Damit hast du nicht gerechnet, dass du es heute mit deinem Daniel zu tun kriegst. So. Und du kleiner Schiss. Ihr habt die Macht des Daniels mit der Knarre. Ja, das hast du jetzt davon, ha? Huh? Diese Wesen sind höchstgradig irritierend. Oh Gott, es lebt ja noch. Andererseits sind sie nicht so klug. Und der Daniel ist auch nicht so klug. Okay, okay, wir laufen weiter. Wir laufen weiter. Die da hinten bilden eine Bolognese. Eine Bolognese und wir wollen nicht dabei sein. Wir laden nach. Hier. Ja, komm nur. Das hast du. Boah, ich stehe sogar drauf. Ich stehe sogar drauf. I'm standing on a million corpses. Ihr könnt diese Kuh jetzt endlich sterben. Okay. Der nächste. Ja, du denkst, du kannst dich mit Daniel anlegen. Aber keiner kann sich mit Daniel anlegen. So.
Gut. Jetzt seht ihr mal, wie hart dieser Mann wirklich ist. Ich komme noch immer nicht mit dem Protagonisten klar, wie ihr merkt. Ah, Daniel hat einen großen Wurm angelockt, um ihn zu reiten. So. Also. Das war cool. Wir haben alle Monster umgepustet. Das hat eigentlich ziemlich Spaß gemacht, muss ich fast sogar sagen. Die Steuerung ist ein bisschen hakelig, aber sind wir mal ehrlich, das ist noch eine Demo, ne? Also da kann doch ja noch was kommen. Okay, also ich habe alle Monster auf dem Spielplatz erschossen. Das ist gut zu wissen. Also. Was finden wir hier jetzt? Steck mal deinen Knarre ein. Wow. Es ist... ein kaputtes Spielzeughaus. Gut gemacht, Daniel. Gut gemacht. Wow, es ist... es ist eine vollkommen banale Schaukel. So. Was haben wir hier noch? Muss eigentlich noch immer diese Horrormusik sein? Okay, schön. Ich höre noch irgendwas. Mein Gott, da ist noch ein Wurmrider. Okay, deswegen kann ich hier nicht schaukeln. Nee, wir wollten rutschen. Aber das geht natürlich nur ohne Monster. Alte Regel, rutschen, nicht mit Monstern. So. Erledigt. Ich hoffe, du warst das letzte Monster. Oh man, that was fucking insane. Okay. Talk about a wild 18th birthday party. Okay, du bist 18, Daniel. Ja, das ist ganz komisch. Also, sag mal, in welchem Land sind wir hier? Dass das so ist, was 18-Jährige zu ihrem Geburtstag machen. In Wegen einbrechen, Knarren in Mülleimer finden und auf Wurmmutanten schießen. Also das kann nur russisch sein, oder? Wir sind in Russland, gib's zu. Wir sind verdammt nochmal bestimmt in Russland. Und da ist es wahrscheinlich nicht mal was Besonderes zum 18. das zu machen. Wir wollten... was ist das denn? Das ist ein Ventil. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Nice. Das ist mein Handy. Klar, steck's in die Tasche. Wie in jedem guten Third-Person-Horror-Game. Steck es einfach in die Tasche. Ich frag mich gerade nur so ein bisschen, warum wir das eigentlich machen. Sollten wir hier nicht auf unsere Freundin warten? Oder zumindest einmal rutschen? Oh Gott, ich glaube, ich habe... Blödes gemacht. Ich glaube, ich habe was ganz Blödes gemacht. Ich glaube, ich habe den Daniel verklemmt. Ich habe den Daniel auf der Rutsche verklemmt. Und er schaut auch noch so vollkommen harmlos. Jetzt geht der Daniel, obwohl er auf der Rutsche versteckt. Daniel, nein. Nein, Daniel nicht. Yes, yes, ich habe ihn entbuggt. Ich habe ihn entbuggt, alles ist gut wieder. Alles ist gut, wir gehen nie wieder da hoch. Wir werden nie wieder versuchen zu rutschen, das ist viel zu riskant. Kein Problem. Wir machen jetzt ganz cool und ganz sleazy. Machen wir jetzt den Dampf aus, weil jeder weiß, das würde Daniels Frisur absolut zerstören, wenn er durch diesen Dampfstrahler geht. Er hat so viel Gel reingeschmiert und hat so schön die Frisur schneiden lassen. Und das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Hier geht's nicht auf. Aber hier werden wir obsägen in diesem viel zu kleinen Duschhäuschen. Oh Gott, ein Schalterpuzzle, ja, danke. Das sieht also aus, als können wir das nach oben oder unten. Das können wir auch oben oder unten. Was sollen wir machen? Psst, nicht fluchen. Nicht fluchen. Das nach oben. Das nach unten. Die beiden haben wir schon mal abgehandelt. Sagen wir das mal so. Hä? Was hat das für einen Sinn gemacht? Wie gehen wir nach oben? Up, up, down.
Down, down, left, right, left, right. Du sollst hier keine Mortal Kombat Moves durchgehen. Graveyard it is. Graveyard it is. Können wir jetzt unter den Friedhof? Was? Geh durch den Untergrund. Geh durch den Untergrundtunnel in den Friedhof. Was ist der Untergrundtunnel? Wo finde ich den? Wo ist der Untergrundtunnel? Das hier könnte der Untergrundtunnel sein. Ja, genau. Allererste, was wir da sehen, ist, dass da ein Irrer läuft in Untergrundtunnel auf dem Friedhof. Daniel, das ist sehr komisch, was du heute zu deinem Geburtstag machst. Das ist sehr komisch. Also. Ja, sieht super sicher aus. Super sicher aus. Wir rennen jetzt einfach mal. Ist nicht wenig spooky. Ist nicht wenig spooky. Die Grafik ist echt irgendwie cool. Finde ich echt nicht so schlecht. Sag mal, geht's noch? Woher kam das denn jetzt gerade? Ich hab mir keine... Du verarscht mich doch, was sollte das denn? Das hatte überhaupt keinen Sinn und Zweck. Wer war das denn? Daniel, war das schon wieder deine Oma? Deine Oma hat schon wieder deinen Kopf rumgetragen. Okay, wir sind auf dem Friedhof. Super entspannt hier. Ich sag nicht, dass es nicht weniger erschreckend war. Das war ziemlich erschreckend. To be continued. Wollen wir es aus unserer Wishliste haben? Du? Ey, warum nicht? Warum nicht? Zumindest hat es mich ziemlich gut amüsiert. Ja, vielen Dank, liebe Kultisten und Kultistinnen, fürs Zuschauen. Ich fand das Game gar nicht mal so schlecht. Was ich ein bisschen problematisch finde, okay, also wir haben nur ein Monster-Design gesehen. Es war richtig, richtig kurz. Und die Hauptperson, die finde ich echt weird. Das finde ich eine weirde Auswahl. Weil normal bei solchen Games hast du doch eigentlich eher so die... Wie will man sagen, es ist entweder die zurückgezogene Nerdy-Person, die aber trotzdem eine Powerfrau ist, oder irgendwelche ziemlich coolen Leute. Aber jetzt haben wir diesen Daniel mit seiner Topfrisur und es ist ein bisschen komisch und ich frag mich, wie das im fertigen Spiel ausschaut, weil im Endeffekt ein Spiel gewinnt oder verliert er durch seinen Protagonisten. Und dieser Daniel, den fand ich bisher nur irgendwie komisch, dass er irgendwelche Autos aufbrechen will und im Müll rumwühlt und dann eine Gun findet und dann schießt er auf Laternen. Und mit Laternen meine ich eigentlich Sirenen. Ist ein bisschen strange. Aber man soll ja nicht den Tag für den Abend lohnen, das war ja nur eine kurze Demo. Ich wäre auf jeden Fall mal gespannt, wohin das Game führt. Wie gesagt, aber auf jeden Fall fand ich es amüsant. Ja. Was sagt ihr so? Fandet ihr es amüsant? Würdet ihr so ein Spiel spielen? Oder würdet ihr wollen, dass ich so ein Spiel spiele? Ich fand's ganz cool, aber mal abwarten, ob da noch mehr geht oder auch nicht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die Horror-Demo für heute und ich wünsche euch eine geruhsame Nacht und möge euch der Daniel vor was immer das ist beschützen. Oder am besten die großen Alten, die scheinen mehr Power zu haben als Daniel. Macht es gut, bis dann. Ciao.